ich spiele sozusagen Werner Heisenberg, also ein deutscher Quantenphysiker. Und Oppenheimer war damals von seiner Theorie, also sozusagen der war im Prinzip sein Mentor, hat die Theorie von ihm auch genutzt, um leider die Atombombe zu bauen, aber Da kann man sich ja auch wirklich geschichtliches Wissen aneignen, oder? Also wenn du ein Heisenberg spielst. Also ganz kurz, bei Heisenberg war es so, das ist wirklich echt schwer, wenn es da um Quantenphysik geht. Und ich habe den Chris Nolan getroffen vor dem Dreh und er hat mir so einen Monolog gegeben, der auf Englisch so kompliziert war, dass ich auch wirklich dachte, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann rief er mich an und hat gesagt, kannst du das auch noch parallel direkt in Deutsch machen? Also Wir switchen mal von Englisch zu Deutsch und Englisch und dann habe ich es auf Deutsch übersetzt. Und ich habe es in Deutsch auch überhaupt gar nicht verstanden. Also ich sag, und dann saß ich an dem Drehtag und dann habe ich Cillian Murphy getroffen, der den Oppenheimer spielt. Und der hat gesagt, ich musste meine Rede auch in Dänisch noch machen. Und meine Rede in Dänisch habe ich auch keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Also okay, viel Glück.